Hallo und recht herzlich willkommen zu einem neuen Video mit mir, dem Aquapainter aka Uli. Ja, Update-Folge zur Spur N-Bahn-Anlage, Steampunk. Ich habe es Update-Folge genannt, weil es heute im Grunde genommen ein recht kurzes Video wird. Ich nehme den rechten oberen Teil in Betrieb. Ich hatte ja im letzten Video schon von gesprochen, da hat man ja die Test gemacht auf lose verlegten Gleisen. Die habe ich natürlich jetzt befestigt, verklebt. Jetzt kommen hier noch die Riedkontakte unten drunter. Das heißt, ich mache es ja immer so, dass vor der stumpfen Seite der Weiche bei mir immer die Riedkontakte reinkommen, damit im Notfall, falls ich es mal nicht geschaltet habe, die Weiche automatisch sich in die richtige Position stellen kann und ich dadurch weniger Entgleisung habe, weil hier oben rechts, wo wir gerade uns befinden, wird ja später nicht ganz so viel von der Strecke zu sehen sein. Das wird also ein bisschen im Steampunk verschwinden. Was dahin kommt, das zeige ich euch später, aber es hat ja noch ein bisschen Zeit. Aber nur mal so am Rande. Und deswegen muss der Betrieb relativ sicher gemacht werden, dass das dort oben eben nicht entgleist, wenn man es schlecht sehen kann und auch schlecht hinkommt. Und deswegen immer die Riedkontakte. Habe ich ja auf meiner Spur Z früher auch gemacht. Und das verfolge ich hier natürlich auch. Den Kleber, den wir hier in den Gleisen sehen, das ist nachher fast unsichtbar zum Schluss. Beziehungsweise wenn das dann gealtert wird, verschottert wird, ist das sowieso alles nicht mehr zu sehen. Das habe ich alles schon probiert, getestet, funktioniert einwandfrei. Und jetzt kommen wir eigentlich schon mal zum Test. Viel mehr haben wir heute gar nicht. Ich habe, wie gesagt, für mein Videomaterial, ich habe wahnsinnig viel für das nächste Video schon da. Das rendert allerdings noch, das dauert ein kleines bisschen. Da wird der Schrankwendel, mein Gleiswendel auf der linken Seite gebaut, umgebaut. Viele, die meine Videos früher schon gesehen haben, die kennen den ja noch. Der war ja für die Spur Z vorgesehen. Das heißt, im Schrank selber befindet sich ja mein Wendel. Das ist alles von hier aus links gesehen. Und das wird dieses Mal so eine Art Schrankwendel 2.0. Aber das kommen wir im nächsten Video mal drauf, was ich da alles gemacht habe. Ich musste natürlich alles wieder in dem R1, wie üblich bei mir hier, hinbekommen. Ich muss also wirklich versuchen, sehr exakt die Gleise zu verlegen, die Weichen anzuschließen und versuche jede kleine Möglichkeit irgendwo auszumerzen, die sich hier irgendwo bildet. Hier fahre ich gerade übrigens mit meiner V200 mit dem kleinen Zug unter den Kompenbahnhof oben lang. Das hatte ich ja im letzten Video schon erwähnt. Und die Strecke führt jetzt hier sozusagen an die obere Ebene ran und die kommt so aus dem Geländetunnel, ich nenne es mal so, weil ich habe jetzt irgendwie die Worte nicht, das zu erklären. Das muss man wirklich sehen oder könnt ihr nur nicht mehr in den Kopf gucken, was ich mir da so vorstelle. Wie gesagt, der Bereich hier hinten, wo die Bahn so verschwindet, das wird in der Form zwar zu sehen sein, aber es wird im eigentlichen Sinne in meiner Steampunk verschwinden. Also ja, seid mal gespannt, das dauert zwar noch ein bisschen, was da oben alles geplant wird. Ich muss ja hier auf der rechten Seite sowieso alles ein bisschen enger bauen, da ich ja nur eine Tiefe von 42 cm habe. Deswegen immer wieder mein R1. Ich weiß, viele hassen diesen Radius, aber ich bin der Meinung, wenn man den gut baut, und ich rase ja auf meiner Platte sowieso nicht, also ich fahre hier wirklich relativ gediegen durch die Gegend. Wenn ich jetzt bei manchen immer so beobachte, wenn die ihre Loks so fahren lassen und Züge fahren lassen, dann denkst du, mein Gott, dann ist die Platte nur 3 Meter lang und dann rasen da die Züge lang und das, ach komm, nee, das macht keinen Spaß zuzugucken. Also macht schon, aber nicht falsch verstehen jetzt. Ich mag es, wenn Züge langsam fahren oder wenn es relativ langsam fahren. So langsam wie jetzt natürlich auch nicht. Das kann ruhig ein bisschen schneller sein. Jetzt will ich bloß hier rückwärts oben reinrangieren in den Bereich außerhalb meines Schrankes. Da sieht man ja, das habt ihr ja im Video letztens mal gesehen, wer es gesehen hat. Schönes Deutsch gerade. Und ich will es bloß ganz kurz testen hier oben. Das ist übrigens wirklich meine erste Testfahrt. Ich habe vorher keine gemacht, ne? Außer diese lose verlegte Geschichte da. Hier gucken übrigens der Profi meinen Zug wieder raus hinten. Und jetzt stelle ich die Weiche hier unten. Das ist übrigens schon wieder weg, dieser Antrieb. Der existiert schon gar nicht mehr in dem jetzigen Zustand. Ich habe da unten drunter noch anders. Ich habe die Planung für die rechte Seite noch weitergeführt. Und da habe ich nämlich noch einen zweiten Außenbereich
Wendeschleife, die etwas tiefer sitzt. Komme ich aber auch noch zu. Das ist also, wie gesagt, im Moment geht das hier richtig Schritt für Schritt vorwärts. Und aber ja, ich muss ein bisschen gucken, dass ich thematisch zusammenbleibe. Ich wollte eigentlich jetzt hier ein längeres Video machen. Ich wollte das mit dem Wendel noch reinbringen. Aber da sind mir die Sprünge einfach zu groß, wenn ich jetzt hier sage, wir haben jetzt hier die rechte Seite in Betrieb genommen. Und plötzlich bin ich vorne links in meinem Schrank mit dem Kopf verschwunden und baue meinen Schrankwendel weiter. Und deswegen habe ich das versucht, hier so ein kleines bisschen zu trennen. Für diejenigen, die das noch nicht kennen von den alten Videos, da geht es sozusagen, wo die Lok jetzt hier oben geradeaus fährt, nach schräg links unten weg. Hier vor diesem grünen Sturoduder lang, hier wo jetzt das mit dem weißen Pin da aufhört. Und dort verschwindet es auf der linken Seite dann später im Schrank, sozusagen im Wendel. Und diesen Wendel, den habe ich jetzt eigentlich schon soweit fertig, zu so einem Zeitpunkt, wo ich das hier aufnehme. Und ich werde das dann im nächsten Video machen, werde ich euch zeigen. Und das ist jetzt dieser Wendel 2.0, der dann kommt, wie ich ihn so schön nenne, weil der hat ein paar andere Funktionen jetzt bekommen. Und ich habe versucht, in diesem kleinen Maßstab, in diesem kleinen Radius R1, möglichst viel ja, draus zu machen. Und ja, im Grunde genommen war es das schon für heute. Ich wollte es euch nur zeigen, wie ich die rechte Seite in Betrieb genommen habe. Und ich freue mich auf jeden Fall darüber, dass es gut funktioniert alles. Dann danke ich dir erstmal, dass du zugeschaut hast. Bist du noch kein Abonnent? Ich freue mich, wenn du draufklickst. Und ja, ansonsten sage ich bis zum nächsten Mal. Mach's schön gut, dein Aquapainter. Tschüss.